Es geht darum, die Heimat der Zukunft zu verteidigen. Die große Heimat der Zukunft heißt Europa. Herzlich willkommen, Professor Dr. Heribert Prantl. Es gibt, so denke ich, mehrere Heimaten, große und kleine Heimaten. Die erste Heimat ist, für mich jedenfalls, die Familie. Die zweite die Kindheit, die Schule, der Arbeitsplatz, die Stadt, die Region, in der man lebt. Und schließlich der Staat, also das Heimatland. Und dann wölbt sich darüber in Zukunft, wenn es gut geht, die Heimat Europa. Eine Einladung für andere. Heimat ist ja etwas, was nichts Statisches ist, etwas, was nicht unveränderlich ist, sondern etwas, was ja fluide ist, was auch durch äußere Einflüsse sich ständig verändert. Und ja, umso wichtiger ist es auch, junge Menschen eben dafür zu gewinnen, die Heimat aktiv zu gestalten.